Ich darf jetzt zu unserem ersten Mann im Ring kommen, ihn vorstellen. Wie charakterisiere ich diesen Mann? Es ist ein Schwergewicht. Wenn es irgendetwas gibt, was ich neu entdecke, ein Thema zum Beispiel, ich gehe zum Team oder ich nehme das Telefon in die Hand und sage, machen wir eine Sendung darüber. Ich kann sicher sein, dass dieser Mann, der jetzt zu uns spricht, schon längst dran ist. Es gibt kein Thema, wo er nicht mindestens schon ein paar Interviews, möglichst schon ganze Sendungen gemacht hat. Du bist einfach immer ein paar Schritte später. Ja? Und darum nenne ich ihn wirklich ein Schwergewicht. Ja? Und ich darf diesen Mann heute begrüßen. Er ist zum, glaube ich, dritten Mal hier. Ja? Wir haben es heute so, dass wir die Vorstellung genau, wer er ist, was er tut, werden wir jetzt gleich auf Leinwand sehen. Ich möchte nur vorweg sagen, wenn wir zum, glaube ich, dritten Mal bei der AZK willkommen heißen dürfen, ist deshalb, weil es so wichtig ist, das Thema, und weil er hier einfach zu den absoluten Favoriten gehört. Professor Dr. Michael Vogt, herzlich willkommen. Professor Magister Doktor der Philosophie Michael Friedrich Vogt. Geboren 1953, verheiratet. TV-Journalist, Filmemacher und Medienspezialist. Studierte Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität München. Wurde 1998 zum Professor für Kommunikationsmanagement PR an der Universität Leipzig ernannt. Schon sein Start als TV-Journalist war spektakulär. Erstmals im deutschen Fernsehen, ARD, kamen bei ihm Opfer und Zeugen alliierter Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkrieges unzensiert zu Wort. 15 Jahre lang war Vogt als Presse-, Kommunikations- und Marketingchef für Industrie, Unternehmen und Industrieverbände tätig, lehrte an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland. Seine bekannteste Rolle in der Öffentlichkeit ist jedoch die eines Filmemachers, der mit stichhaltigen Fakten die täglichen Fehlberichterstattungen der Hauptmedien, sprich des Mainstream, widerlegt. Das tut er auch als Hörbuchautor und Moderator. Mit inzwischen mehreren hundert Interviewsendungen und Filmdokumentationen leitete Professor Vogt die Gesprächsrunden Gegen den Strom und Hinterm Horizont des Internet-TV-Senders Secret TV. Bis 2013 führt der Medienspezialist und Journalist beim schweizerischen Internet-TV-Sender Alpenparlament TV unzählige Interviews zu spannenden, brisanten und wegweisenden Themen der neuen Zeit. Im November 2013 gründete Professor Vogt seinen eigenen, dem Mainstream widerlegenden Internet-TV-Sender Querdenken TV mit spektakulären Resonanzen. Querdenken TV ist seit dem 1. November 2013 online. Im November, Dezember 2013 hatte er rund 9,5 Millionen Hits im Monatsdurchschnitt. Und das Interesse wächst unaufhaltsam. 11,7 Millionen Hits waren es im Februar 2014, über 20 Millionen waren es im März 2014, über 40 Millionen im Oktober, über 50 Millionen im Januar 2015. Und inzwischen sind es bis zu bzw. über 90 Millionen Hits pro Monat. Professor Dr. Michael Vogt spricht nun zu Ihnen zum Thema Destabilisierung mittels der Migrationswaffe. Hintergründe, Drahtzieher und die eigentlichen Pläne. Herzlich willkommen, Michael Vogt. An dem Mann scheint es kein Vorbei zu geben, ja? Wir möchten auch nicht dran vorbei, an dem, was er sagt. Es möge so bleiben, dass es keinen dran vorbeigibt, egal wie der Mainstream bockt. Ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Eine wie wieder einmal traumhaft schöne Kulisse. Und ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Und auch wenn die Zeiten schwierig sind und das, was im folgenden Gegenstand der Analyse sein wird, alles andere als ja, erbaulich und fröhlich ist. Wenn wir uns mit dem Thema Flüchtlinge befassen, ich werde zu dem Wording gleich auch noch mal etwas sagen, dann ist, ihr habt das gerade gesehen, für mich als Historiker es immer etwas
eigenartig, wenn man sich die aktuellen Bilder anschaut. Und den ersten Clip, den ich euch mitgebracht habe, der zeigt einen erstaunlichen Widerspruch. Ihr werdet jetzt wenige Sekunden sehen aus einer alten Wochenschau, die sich befasst mit den Flüchtlingen, die über das Haff gezogen sind 1945 aus Ostpreußen. Und dann, ich habe ganz bewusst dieselbe Musik drunter gelegt, zeige ich euch aktuelle Beispiele auf einer Aufnahme, ich glaube, sie ist aus Italien oder Griechenland, was das Verhalten von Flüchtlingen heute zeigt. Also eine Aufnahme von damals, 1945, und dann aktuelle Aufnahmen. Und da kommen einem ganz automatisch die ersten Fragen, wer kommt hier eigentlich? Und dann dürfte ich bitten, dass wir uns vielleicht mal den ersten Clip ansehen, bitte. Das ist also das zugefrorene Haff. Das sind jetzt aktuelle Aufnahmen, von denen ich gesprochen habe. Menschen, die uns auch als Flüchtlinge verkauft werden. Das, was man sich natürlich bei solchen Aufnahmen fragt, ist, dass das Verhalten von Flüchtlingen, die eben großer Not entkommen sind, dankbar und glücklich darüber sind, dass sie in Sicherheit sind, oder steckt da etwas ganz anderes dahinter? Eine zweite Frage, die sich bei den Bildern stellt und die inzwischen auch im Mainstream angekommen ist, was die Informationen betrifft, ist die Anzahl der Menschen oder der prozentuale Anteil und die demoskopische und demografische Zusammensetzung dieser Gruppen. Also auch im Mainstream konnte man inzwischen nachlesen. Ihr habt jetzt gerade die Bilder aus Ostpreußen gesehen. Ein verständliches und logisches Schwergewicht von Frauen, von Kindern, von alten Menschen. Und das, was wir heute erleben, ist in der Tat etwas ganz anderes. Und insofern ist es spannend, wir haben das gerade gehört im Zusammenhang mit der Begrifflichkeit und mit dem auf den Kopf stellen von Begriffen, dass wir zunächst all das als Asylanten und Asylsuchende verkauft bekamen. Inzwischen hat der Mainstream umgeschwenkt auf die Begrifflichkeit der Flüchtlinge, weil das andere Wort wohl etwas missverständlich gewesen ist, vielleicht auch nicht mehr so gut ankam. Wir haben also hier so diese klassischen Neusprechaktionen à la Orwell. Und wenn man sich anschaut, wer da wirklich kommt, sind an sich Begriffe von Invasion oder Einwanderer, ich werde im Detail noch drauf eingehen, sehr viel zutreffender. Gucken wir uns aber einfach noch mal eine ganz kurzen Blick in eine solche Gruppe von Flüchtlingen an, wobei sich dabei dann eben herausstellt, dass im Unterschied zu denjenigen, die wir als Flüchtlinge auch aus der Geschichte kennen, hier ganz offensichtlich die Schätzungen sind 75-80% junge Männer, also es fehlen die Frauen, es fehlen die Kinder, es fehlen die Familien, die auch zum Teil da sind. Aber das Gros sind junge Männer, bis also zu 80%, auch das konnte man inzwischen schon nachlesen, im Alter von 18 bis 35. Also wir haben hier eine im Prinzip Invasion wehrfähiger junger Männer aus verschiedenen Ländern, denen wir gegenüber sehen. Auch hier mal ein ganz kurzer Clip, der sich mit diesem Thema befasst. Thank you.
auch das wieder Aufnahmen, die nicht unbedingt den Begriff Flüchtlinge rechtfertigen, Aufnahmen, die man sehen konnte. Jetzt der zweite Beispiel von den Freunden und Kollegen von Russia Today, eine ganz wichtige Informationsplattform, die einfach ein Korrektiv zu dem darstellt, was uns sonst der Mainstream anbietet. Ich will ganz kurz, ohne auf die Details eingehen zu können, auf die rechtlichen Fragen, nur darauf hinweisen, wenn man genau hinschaut und wenn man sich das genau anschaut, dann haben wir an sich juristisch ein Problem. Und diejenigen, auch das haben wir gerade gehört, die uns als die politisch Verantwortlichen vorgeführt werden oder uns vorgestellt werden in Regierung, ob das Kanzler, Präsidenten oder was auch immer sind, verstoßen hier ganz eindeutig gleich in Serie gegen geltendes Recht. Diese Menschen, die hier invadieren in den europäischen Raum, kommen rein juristisch gesehen aus sicheren Herkunftsländern. Das heißt, das, was juristisch an und für sich die normale Reaktion wäre, genau auf diesen Punkt hinzuweisen, anstatt das komplett zu ignorieren, ist ein Punkt, auf dem man länger sich darüber unterhalten könnte. Aber es ist eben einfach deutlich, dass hier von den Politikern Recht in Serie, auch europäisches Recht, deutsches Recht in Serie gebrochen wird. Die Flüchtlinge, die wir gerade gesehen haben, zeigen ganz offensichtlich mit den Verhältnissen hier im Europäischen und in Deutschland gewisse Unzufriedenheit. Wir haben jetzt inzwischen regelmäßig Brände, wir haben regelmäßig, also gelegte Brände, nicht von Ausländerfeinden, sondern in den Flüchtlingsheimen. Wenn man sich auch da die Statistik anschaut, die nichts damit zu tun hat, dass das irgendwelche Menschen sind, die mit dieser Invasion nicht einverstanden sind, sondern in der Regel in den Heimen selber stattfinden. Es gibt Unzufriedenheit, was das Essen betrifft, es gibt Unzufriedenheit, was die Unterkünfte betrifft. Also hier sind ganz offensichtlich Ansprüche geschürt und Ansprüche formuliert worden, die dazu beigetragen haben, dass es jetzt eine gewisse Überraschung gibt, dass diese Ankömmlinge in Zeltstätten und in Containerdörfern wohnen sollen. Man hat ihnen offensichtlich etwas ganz anderes erzählt. Und es gibt, auch das ist inzwischen ganz verhalten im Mainstream angekommen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben über 75 bis 80% junge Männer. Wir haben natürlich auch Kinder und Frauen. Und wir haben hier eine Situation, in der inzwischen der ein oder andere Frauenverband, jetzt beispielsweise der Hessische, darauf hingewiesen hat, wie es diesen Frauen in den Lagern ergeht. Und dass da sexuelle Übergriffe, Gewalttätigkeit, Kinderprostitution offensichtlich am laufenden Meter stattfindet. Auch etwas, was natürlich in den Medien nur sehr verhalten oder gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Also eine Situation, in der auch jetzt innerhalb der Gruppe der Ankömmlinge recht permanent mit Füßen getreten wird. Wenn wir uns jetzt die Frage, und das ist ja das, worüber ich reden möchte, anschauen, wo das Ganze herkommt, was da die Hintergründe sind, will ich ein Zitat eines ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Totenhöfer, der sich mit den Hintergründen befasst hat und an sich erstmal eine richtige Analyse stellt. Er sagt, die Katastrophen, von denen vor denen Syrer, Iraker, Afghanen und Afrikaner fliehen, haben wir Weiße, Europäer und Amerikaner mitverursacht. Durch unsere Kriege und Militärinterventionen, durch eine ausbeuterische Handelspolitik, die jahrhundertelang den Ländern Afrikas und des Mittleren Ostens keine Chance gab. Wer ausbeutet und Krieg sät, erntet nicht nur Terror, sondern auch Flüchtlinge. Zitat Ende. Er hat mit dieser Analyse, was das Verhalten des Westens und der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft betrifft, absolut recht, ist eine völlig richtige Erkenntnis. Es ist aber nichts Neues. Und das ist das etwas, was er dann überhaupt nicht begreift. All dieses tut der Westen seit Jahrzehnten. Wenn wir uns die Länder anschauen, wenn wir uns die Völker anschauen auf der gesamten Welt,
Die Vereinigten Staaten sind im Augenblick in 155 Ländern dieser Welt militärisch präsent und stationiert, ohne je auch nur eines dieser Länder wirklich befragt zu haben. Ist das nicht eine Erkenntnis des Jahres 2015 oder auch eine Entwicklung des Jahres 2015, sondern eine sehr lange und alte, die über viele Jahrzehnte der Fall ist? Also er hat recht, aber er erklärt mit dieser Aussage nicht im Mindesten, warum es plötzlich zu diesem Knopfdruck, warum es plötzlich zu einer solchen Entwicklung gekommen ist. Wer hat Interesse an diesen Entwicklungen? Wer zieht da im Hintergrund die Fäden? Und hier gibt es eine, das liegt schon ein paar Jahre zurück, ich glaube 2006, eine Erklärung und ein Interview, ein spannendes Interview eines der ranghöchsten amerikanischen Generäle, inzwischen im Ruhestand. Und Wesley Clark hat in einem Fernsehinterview darauf hingewiesen, wie die Vereinigten Staaten mit dem Thema Krieg umgehen und was so der Hintergrund ist, warum man Kriege führt. Das ist eine insofern wichtige, ganz zentrale Aussage, weil klar ist, es geht überhaupt nicht die Bohne, wenn wir einen Krieg gegen den Terror propagiert bekommen, einen Krieg für die westlichen Werte, für die Freiheit, für Demokratie und ähnliche Dinge. Es geht nie um genau diese Fragen, sondern es geht um was völlig anderes. Und all diese Dinge, unter denen dieser Flagge, unter denen diese Kriege propagiert werden, haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ungefähr 10 Tage nach 9/11 ging ich durchs Pentagon und sah Minister Rumsfeld und seinen Stellvertreter Wolfowitz. Ich ging die Treppe herunter, um einige Leute der begleitenden Mannschaft zu begrüßen, die mal für mich gearbeitet hatten, und einer der Generäle rief mich und sagte: "Sir, Sie müssen zu mir reinkommen und kurz mit mir sprechen." Ich sagte, wir seien zu beschäftigt, doch er sagte, wir haben die Entscheidung getroffen, Krieg gegen den Irak zu führen. Dies war am oder um den 20. September. Wir führen Krieg gegen den Irak. Warum? Er sagte, ich weiß es nicht. Ich schätze, Sie wissen einfach nicht, was Sie tun sollen. Ich sagte, haben Sie denn Informationen gesammelt, die Al-Qaida mit Saddam Hussein in Verbindung bringen? Er sagte, nein, nein, da ist nichts Neues in der Richtung. Sie haben einfach die Entscheidung getroffen, Krieg gegen den Irak zu führen. Muss jedes Problem wie ein Nagel aussehen. Ich kam einige Wochen später zurück, um ihn wiederzusehen, als wir bereits Afghanistan bombardierten, und ich sagte, werden wir immer noch Krieg gegen den Irak führen? Oh, es ist noch schlimmer als das. Er griff unter seinen Schreibtisch, nahm ein Papier hervor und sagte, ich habe das gerade von unten, vom Verteidigungsministerium bekommen. Es ist ein Notizzettel, der beschreibt, wie wir 7 Länder innerhalb von 5 Jahren ausschalten. Angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schlussendlich Iran. Insofern eine sehr spannende Geschichte. Wesley Clark berichtet, dass er eine Gruppe von hohen Offizieren und Generälen trifft und im Pentagon und dann die bei Rumsfeld gerade sind und dann reingebeten wird von denen, ob er nicht mal ganz kurz sich mit ihm unterhalten könnte. Und dann sagt er, sein Gesprächspartner aus dem Pentagon, wir haben gerade die Entscheidung getroffen, einen Krieg mit dem Irak anzufangen. Das war um den 20. September 2001. Und dann hat er Wesley Clark gefragt, wir fangen einen Krieg mit dem Irak an, warum? Und dann ist die Antwort, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat das, und dann sagte er noch als zusätzliche Ergänzung, ich vermute, wir wissen sonst nicht so, was wir sonst machen sollen. Dieser Pentagon-General zu Wesley Clark. Dann hat er, hat das irgendwas mit Al-Qaida? Gibt es da irgendwelche neuen Informationen, dass Saddam Hussein da eine Verbindung? Nein, 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 war dann die Antwort. In diese Richtung gibt es nichts Neues. Sie haben nur einfach den Krieg mit dem Irak beschlossen. Wie gesagt, weil sie sonst nicht wissen, was sie tun sollen. Ein paar Wochen später, das war der zweite Teil des Clips, kam er dann zurück, da waren sie gerade dabei, Afghanistan zu bombardieren. Und er fragte dann, wollen wir immer noch den Krieg, also Clark, mit dem Irak anfangen? Nein, sagt er, oder ja, es ist aber noch viel schlimmer. Legte ein Papier, ein Memo, hat er gerade bekommen vom Verteidigungsministerium. Es ist beschreibt, dass wir 7 Länder in 5 Jahren platt machen wollen. Wir fangen mit dem Irak an, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und am Schluss den Iran. Also wir haben hier
Zitat Ende. Wir haben also hier eine Insider-Information, wie mit dem Thema Krieg umgegangen wird, nicht weil es dort was mit Terrorismus, Al-Qaida und ähnlichen Sachen zu tun hat, sondern weil, das werden wir nachher noch hören, für amerikanische Politik, und zwar diese militärindustrieller Komplex, um den es hier geht, der Krieg ein völliger Normfall ist. Und in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat es nicht einen einzigen Tag ohne mindestens einen Krieg gegeben. Keinen einzigen. Wie gesagt, sie sind jetzt an ganz vielen Kriegen gleichzeitig beteiligt. Es ist also ein völliger Normfall. Und wenn man sich dann anschaut, was da der Hintergrund ist, in den letzten 10 Jahren haben sich die Gewinne und die Aktienentwicklungen der großen amerikanischen Rüstungsunternehmen um 27.000% entwickelt. Das ist eine satte Rendite. Damit kann man natürlich wirklich auch mal gut und beruhigt schlafen gehen, wenn man da entsprechend dran beteiligt ist. Also der Krieg ist für die US-Administration, nicht die Amerikaner, das ist mir immer ganz wichtig, das zu unterscheiden, für die US-Administration ist er nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wie von Clausewitz das mal formuliert hat. Es ist der Normfall der Politik für die entsprechende Administration. Und wenn wir uns jetzt aktuell die Entwicklung in Syrien anschauen, das ist ja das, wo wir wirklich wieder einmal auch als BRD am Scheideweg stehen. Wir sind ja schon beteiligt an mehreren Kriegen, völkerrechtswidrig, an mehreren Kriegen, die nichts mit unserer Verteidigung oder so etwas zu tun haben, auch nichts mit dem Regelwerk dessen, was im Grundgesetz dieses Landes festgelegt wurde. Der Bund stellt Streitkräfte zu seiner Verteidigung auf. Wir sind von Syrien nicht angegriffen worden. Syrien hat uns nicht den Krieg erklärt. Und wenn man doch daran beteiligt, ist das eine Vorbereitung eines Angriffskrieges. Ich nehme mal dieses Wording aus dem Nürnberger Prozess mit Ansage, was die von der Leyen da gerade tut. Das sind Aktivitäten, das sind Maßnahmen, für die im Nürnberger Prozess die Verantwortlichen bitter haben bezahlen müssen, um es mal sehr höflich zu umschreiben, etwas, was heute mit Ansage stattgefunden hat. Also wir haben eine Situation, in der es ganz offensichtlich auch für uns zu einem Normfall und einem Normalfall von Politik werden soll, beim Krieg mit dabei zu sein. Gucken wir uns gerade das Thema Syrien, das, was ihr jetzt hier seht, bitte ein bisschen anlassen, ist also die Landkarte von Syrien. Wir haben hier eine, das ist insofern spannend, eine Situation, in der dieser kleinere Teil überhaupt nur noch das unabhängige Syrien ist, während dieser große Teil eine Region ist, die inzwischen von dem sogenannten Islamischen Staat beherrscht wird. Also die Mehrzahl oder die Quadratkilometer größtes Gebiet ist syrisch. Er ist inzwischen IS kontrolliert und nur der kleinere Teil ist wirklich kontrolliert von dem ach so bösen Herrn Assad. Und wenn wir uns jetzt die zweite, etwas nähere Grafik anschauen, seht ihr hier, und das ist das Entscheidende, dieser Streifen, den man hier sieht, das sind etwa lächerliche 100 Kilometer. Hier ist die Türkei und hier ist das Gebiet des Islamischen Staates. Das heißt, eine Militärmacht wie die Vereinigten Staaten will uns glauben machen, oder auch der nicht minder imperialistische Bundesbruder in der Türkei wollen uns glauben machen, dass es nicht möglich ist, diese 100 Kilometer hier dicht zu machen, um den Nachschub, der von der Türkei an Waffen, Munition, Geld und allem drum und dran den Islamischen Staat versorgt, abzuschneiden. Wir haben also eine Situation, in der uns erzählt wird, dass dieser Krieg nicht oder dieses militärische Vorgehen, um eine solche Region zu befrieden, nicht möglich sei, im Prinzip militärisch zu lösen. Die Russen haben in nur 14 Tagen mehr erreicht, als die Amerikaner es in
dem angeblichen Versuch von einem Jahr erreicht haben. In Wirklichkeit geht es natürlich um was ganz anderes. In Wirklichkeit geht es nicht darum, den IS zu zerschlagen. Es geht auch nicht, der ist nämlich, wenn man sich die ursprünglichen Bilder anschaut, wir hatten das auch bei uns auf der Seite, ausgerüstet, ausgestattet mit amerikanischen Waffen. Wir haben also bei Al-Qaida oder IS im Prinzip dieselbe identische Struktur einer Tochtergesellschaft der USA oder einer Tochtergesellschaft der CIA. Und vor dem Hintergrund ist natürlich die Absicht, hier einen Krieg gegen den Terror zu machen, wenn es der eigene Terror ist, auch wieder etwas, was so eine völlig verdrehte Situation letztendlich darstellt. Und das ist auch die große Überschrift, die wir über das Thema NATO und US-amerikanische Außenpolitik setzen müssen. Wir haben hier kein Verteidigungsbündnis, wir haben kein Bündnis, das sich um die westlichen und freiheitlichen Werte kümmert, sondern wir haben ein Kriegsbündnis, das militärische Interessen des militärisch-industriellen Komplexes umsetzt. Und auf die Art und Weise geht es um was ganz anderes als um die Frage, hier irgendwelche westlichen Werte zu transportieren. Und vor dem Hintergrund ist natürlich jetzt der Präsident Putin so etwas wie ein Spielverderber, der einfach ernst meint mit dem Kampf gegen den Terror, nämlich indem er hergeht und wirklich etwas gegen den IS tut. Ein Spielverderber, denn im Grunde genommen geht es natürlich nicht darum, ihn zu bekämpfen, sondern sowohl die USA wie auch die Türkei haben imperialistische Wünsche und Begierden in der Auseinandersetzung beim Thema Syrien. Wie gesagt, die 100 Kilometer, die wären innerhalb von 14 Tagen komplett dicht zu machen und dieser IS dann in derselben Zeit auch ausgetrocknet, wenn es eben den Nachschub nicht gäbe. Warum soll es diesen, auch da wieder der Hintergrund, warum soll es diesen Nachschub weiterhin geben? Damit in einem Land wie Syrien, in das 2012 die Amerikaner gerne den Krieg hineingetragen haben, Obama ja groß drum geworben hat, es aber nicht geschafft hat. Warum soll in einem solchen Land weiter Krieg sein? Da hat Totenhöfer recht, damit das Flüchtlingsthema, damit das, was wir hier im Augenblick verkauft bekommen, auch weiter funktionieren kann. Auch das ist, ich kann auf die Einzelheiten gar nicht eingehen, aber wichtig nochmal am Fall, warum Gaddafi und Libyen platt gemacht wurde. Wenn man sich in die Geschichte vorher anschaut, Libyen hatte Gaddafi eine Kooperation mit Berlusconi. Das war ein sogenanntes Win-Win-Geschäft, in dem es um Bodenschätze für Italien aus Libyen auf der einen Seite ging und auf der anderen Seite Gaddafi die Grenzen, was afrikanische Flüchtlinge betrifft, nach Italien dicht gemacht hat. Das war der große Deal. Dafür hat Gaddafi 5 Milliarden pro Jahr bekommen von Italien, damit er einfach eine Schutzmauer vor Flüchtlingsanströmen und Flüchtlingsströmen aufgebaut hat. Und das war natürlich etwas, was ebenfalls wieder gestört hat, denn es geht in der Tat darum, dieses Thema Flüchtlinge, am Leben zu halten. Warum? Weil, und hier gibt es einen, und das zeigt das nächste Bild, eine wissenschaftliche Untersuchung, dass mit dem Thema Flüchtlingen natürlich etwas Politisches erreicht werden kann. Professor Kelly M. Greenhill aus den Vereinigten Staaten hat über das Thema Mass Immigration als eine Waffe eine wissenschaftliche Untersuchung erarbeitet und bei dieser Untersuchung insgesamt über 60 Fälle in den vergangenen Jahrzehnten analysiert, wo es um das Thema der Massenimmigration als einer Waffe gegenüber den Ländern, wo die Immigration hin stattfindet, stattgefunden hat. In über 60 Fällen ist das Thema eingesetzt worden und sie schreibt, dass das, was im Augenblick stattfindet, ist im Prinzip wie ein was sie festgestellt hat, ist wie ein Steckbrief dessen, was zurzeit in Deutschland, in anderen europäischen Ländern passiert. Die Migrationswaffe,
also keine böswillige Erfindung von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, ist eine grenzüberschreitende Bevölkerungsbewegung absichtlich erzeugt oder manipuliert, um von einem Zielstaat oder Zielstaaten politische, militärische und oder wirtschaftliche Zugeständnisse zu erzwingen. Erpressung ist also ein Instrumentarium oder ein Hintergrund einer solchen Migrationswaffe, die hier eingesetzt wird. Aber es kann auch neben der Erpressung um die reine Zerstörungswut gehen. Und es kann natürlich darüber hinaus auch darum gehen, die sogenannten Geberländer, wie wir es ja im Augenblick in Syrien erleben. In Syrien fehlen natürlich inzwischen der syrischen Armee die Soldaten im Kampf gegen den Islamischen Staat, die Geberländer auszudünnen und zu schwächen. Also eine Destabilisierung sowohl der Länder, die auf die Art und Weise Menschen verlieren, als auch die, die auf diese Art und Weise Menschen bekommen. Diese Migrationswaffe, mit der wir es hier zu tun haben, wie gesagt, ist ein beliebtes Instrument in vielen Jahrzehnten schon gewesen und gar nichts Neues. Diese funktioniert nur, und da sind wir wieder bei den Medien, das werden wir immer wieder mal feststellen, mit einer politisch korrekten Propaganda, wo die Flüchtlinge nicht nur hilfsbedürftig sind, sondern sogar willkommen. Wir kennen die PR bei uns und den Zielstaat letztendlich als begleitende Waffe wehrlos machen. Das ist eben wichtig, dass die entsprechende Propaganda mit stattfindet. Zitat nochmal von Greenhill: Deutschland ist offiziell kein Einwanderungsland. Nichtsdestotrotz werden immigrationskritische Argumente lange Zeit durch umfassende Rechte und Schutzmaßnahmen für Ausländer konterkariert. Also hier ist einfach die Ergänzung dadurch, was die PR mit und die Medien mit einem solchen Thema tun, unumgänglich nötig. Das eine, der Filz zwischen Politik und Medien, also dieser medialpolitische Komplex, den wir neben dem industriell-politischen Komplex haben, ist also ganz entscheidend. Das, was man sich also stellt angesichts dieser aktuellen Entwicklung: Handelt es sich bei der gegenwärtigen Flüchtlingskrise um Zufall oder Absicht? Und wenn es sich um Absicht handelt, wer initiierte die Flüchtlingsströme und was will derjenige damit erreichen? Geht es um Erpressung oder geht es um eine bloße Vernichtung gegebenenfalls? Dass es um Kriegsabsicht, um des Krieges willen gehen könnte, das haben wir gerade von Wesley Clark gehört. Und dass da natürlich der militärische industrielle Komplex dahinter steht, aber auch ein finanzpolitischer Komplex, also die Hochfinanz dahinter steht, ist etwas, was sich notwendigerweise und logischerweise ergibt. Denn wir dürfen nicht vergessen, wer die beiden Wahlkämpfe des aktuellen amerikanischen Präsidenten letztendlich finanziert hat, mit einer Größenordnung, wie es in der US-Geschichte noch nie stattgefunden hat. Dass also hier ordentlich investiert werden sollte und wurde von der Hochfinanz, damit nachher auch die Rendite funktioniert, ist also etwas, was völlig klar ist. Wenn ich nach dem cui bono frage, wenn ich es danach frage, was die Menschen, die hier als Drahtzieher tätig sind, will ich für Interessen haben, will ich auf einen Bereich gleich ganz am Anfang hinweisen, der neben den schon zum Teil erwähnten eine ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar ist das schlicht und ergreifend der ganz normale Industriekomplex in den Empfängerländern. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Einwanderer in ein anderes Land natürlich mit den dortigen, vielleicht auch Dingen, die nicht so gut laufen, grundsätzlich erstmal viel weniger Probleme hat als der Einheimische selber. Also die neuen Arbeitskräfte haben ganz andere Sorgen, haben ganz andere Interessen, haben auch eine ganz andere Tradition als die Einheimischen. Insofern schwächt natürlich eine solche Einwanderung, vor allen Dingen eine in diesen Dimensionen, erst einmal die Arbeiterschaft und deren Interessen
Also wir müssten an und für sich in einer solchen Situation die Gewerkschaften auf den Barrikaden haben und sagen, das, was wir jetzt, was hier entsteht, sind letztendlich Lohnsklaven. Ich sage das mal so wirklich auch in dem Wording, wie Marx das formuliert hätte. Es sind Lohnsklaven, billige Lohnsklaven, die natürlich dazu beitragen, dass das, was hier an Arbeit gemacht und verkauft wird, noch sehr viel billiger und preiswerter geht, als das in der Vergangenheit möglich war. Und das muss man auch ganz nüchtern einkalkulieren, dass hier mit diesem Punkt letztendlich gearbeitet und mit diesen Interessen letztendlich gearbeitet wird. Also der industrielle Komplex hat sicherlich ein Interesse daran, hier preiswertes, billiges und vor allen Dingen Kritik unfähiges oder unwilliges, weil es ganz andere Themen gibt, das ist gar nicht vorwerfbar, Menschen zu bekommen, die dann auf die Art und Weise in dem Arbeitsleben natürlich dafür sorgen, dass die Einheimischen unter einem ganz anderen Druck stehen. Es geht aber um nur einen zweiten Punkt, es geht um eine Veränderung der Länder und das will ich an ein paar Beispielen, und das ist jetzt gar nicht aktuell, das ist ein Langfristplan, wir werden gleich sehen, wie langfristig der ist, geht es um eine Veränderung der Länder, am Beispiel Deutschlands, einfach nur um ein paar Zahlen. Wir haben in Berlin-Kreuzberg in 2008 inzwischen 60% Ausländer, in Neukölln in Berlin, es gehört auch zu Berlin, 70%, Hamburg-Wilhelmsburg 70%, Hamburg-Bilbruck 90% der Schüler sind Ausländer, Duisburg-Hochfeld 2010 40% ohne Pass, über 50% Ausländer. Im gesamten Ruhrgebiet über 50% bei den jungen Erwachsenen. Frankfurt-Berg 70%, Gallusviertel 90% der Schüler. Und Dietzenbach, das gehört zu Offenbach, waren es 2010 98% Ausländer. Also hier haben wir im Grunde genommen eine völlige Umvolkung, wie man das bezeichnen könnte, auch wenn dieser Begriff störend ist, was die menschlichen und die ethnischen Strukturen dieser Regionen betrifft. Das, was ich aufgezählt habe, was euch da auffallen wird, ist, dass der sogenannte Osten fehlt. In der Tat ist die Situation in der ehemaligen DDR eine ganz andere, was mit der Geschichte zusammenhängt, was auch mit der fehlenden Re-Education zusammenhängt. Und deswegen kommt auch der Protest erstaunlicherweise, in besonderer Weise natürlich aus diesen neuen Ländern, obwohl sie eine viel geringere Beeinträchtigung und eine viel geringere Betroffenheit von dieser Situation haben, als es die westdeutschen Länder haben. Ein Land wird verändert, etwas, was wir nicht ansprechen dürfen und wir nicht ansprechen sollen. Der nächste Clip ist ganz, bitte mal genau hingucken, ist ganz witzig. Wir haben so eine Mainstream-Lady im deutschen Fernsehen, die ihre eigene Show macht. Das ist die Frau Maischberger. Und sie hatte eingeladen den ARD, unter anderem den ARD, Studioleiter Rolf-Dieter Krause, eine völlige Mainstream-Figur, gar keine Frage, aber irgendwo dann auch mal jemand mit Lichtblick, der in dieser Sendung etwas sagt, was ganz offensichtlich nicht hätte gesagt werden dürfen. Wir schauen es erstmal an und bitte achtet vor allen Dingen darauf, wie Frau Maischberger Herrn Krause ein Signal gibt, mit diesem Zeug jetzt schnellstmöglich aufzuhören. Ich bin auch zusammengezuckt, als es plötzlich hieß, diese Zuwanderung wird unser Land verändern. Da habe ich gesagt, Und dann macht ihr das mal so über Nacht und sagt, die Züge sollen kommen. Dürfen wir da nicht mitreden, wie unser Land verändert wird? Und die meisten Deutschen wollen nicht, dass ihr Land verändert wird. Die finden das nämlich ganz okay. Aber so, okay. Und das ist ein legitimes Interesse. Das ist das, was Herr Köppel sagt. Und dann, es entsteht da, also das, es gibt einmal die Vorbereitung einer Gesellschaft. Ein schönes Beispiel, jetzt muss man wissen, wenn man mit dem Fernsehen zu tun hat, diese Frau hat einen Knopf im Ohr, kriegt von der Regie den Hinweis, so vermute ich mal, Wissen bestätigt hat sie das natürlich nicht, kriegt den Hinweis, dieses Thema geht so gar nicht. Da hat sich also Herr Krause irgendwie völlig vergriffen, dass man die Menschen fragen sollte, ob das die Veränderung dieses Landes etwas ist, was in Ordnung geht, was sie wirklich wollen. Und
Das ist natürlich etwas, was wirklich abgebügelt werden muss. Jetzt gibt sie ihm optisch das Signal, rutscht körpersprachlich, kann man das wunderschön sehen, völlig unbehaglich hin und her. Und den Rettungsanker, den sie dann, nachdem Krause noch einen Satz gesagt hat, wirklich werfen kann, und das wäre natürlich immer zuverlässig funktioniert, sie gibt das Wort weiter an Michael Friedmann, dann ist wieder alles im grünen Bereich, dann klappt alles und dann passiert natürlich so ein Missgriff nicht. Was wir hier sehen, ist einfach nur die Hintergründe, wenn dann mal solche Dinge passieren, dass dann Regisseure im Hintergrund dafür sorgen, dass das, was an Aussagen da rausgerutscht ist oder passieren könnte oder was dann noch weiteres Nachdenken hervorrufen würde, sofort abgeblockt wird. Also hier haben wir nicht das freie Wort. Herr Krause hat ja nichts Böses gesagt, er hätte auch das weiter ausführen dürfen, man hätte darüber diskutieren können, ist aber etwas, was dann nicht funktioniert. Es ist auch ein Verständnis, denn er spricht ja an, die meisten Deutschen wollen das nicht. Ein Verständnis von Demokratie, was mit der eigentlichen Begrifflichkeit nichts zu tun hat. Es ist eine Top-Down-Demokratie. Man legt oben fest, was die Menschen, was wir denken sollen, was wir meinen sollen. Und das Problem ist nicht, dass man sich dort oben kontrollieren lässt von der Basis. Da habt es ihr hier in der Schweiz noch sehr viel besser, als es in der BRD der Fall ist, auch in Österreich der Fall ist. Sondern es geht darum, dass wir dann im Bewusstsein der absoluten Wahrheit als Politiker und als Medien den Menschen beibringen müssen, was die absolute Wahrheit ist. Also eine Top-Down-Demokratie. Ein Instrument in dem Zusammenhang, und das ist eben auch wichtig, als Ergänzung dieses medialpolitischen Komplexes, sind die demoskopischen Umfragen. Also da gibt es eine Umfrage vom Emnet-Institut, ein so ein ganz großes. Die Mehrheit der Deutschen ist dagegen, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. 52% sind gegen diesen Schritt, 33% sind dafür. Das ist also eine aktuelle Umfrage von T-Mobile, die genau diese Aussage hinterfragt hat. Ist das so? Wollt ihr das? Da könnte man voten. Es sind 50.000 Votings abgegeben worden, als wir diese Tafel gesichert haben. Und die Aussagen mit knapp 90% waren exakt das Gegenteil von dem, was Emnet ermittelt hat. Wie kann das? T-Mobile schreibt, das kann man hier nicht lesen, unten drunter. Natürlich sind solche Befragungen, bei denen man so votieren kann, nicht demoskopisch korrekt. Sie sind nicht wissenschaftlich in Ordnung, sondern stellen halt einfach ein zufälliges Bild dessen der Menschen dar, die auf die Seite gegangen sind und ihr Kreuzchen abgegeben haben. Aber wir reden hier von 50.000, die ihre Meinung kundgetan haben. Und bei der Emnet-Umfrage haben wir da mal recherchiert, waren es 500. 500, ja, das ist noch kein Argument, das ist noch kein Argument. Diese 500 sind dem Institut persönlich bekannt. Das ist das Entscheidende. Ich habe nach einem sogenannten randomisierten Verfahren, suche ich mir aus dem Telefonbuch die Menschen aus, die ich befrage. Die melden sich am Telefon. Ich weiß, wer das ist, ich weiß, wo der wohnt, ich weiß, wie der heißt. Und ich muss dann feststellen, auch noch demografische Daten, Mann, Frau, Alter und wie auch immer, dass ich dann nachher ein Abbild der Wirklichkeit der gesellschaftlichen Zusammensetzung der BRD habe in dieser Umfrage. So weit, so gut. Bei einem zunehmenden Meinungsterror in diesem Land würde sich jemand, der persönlich bekannt ist, tausendmal überlegen, ob er oder sie wirklich das sagt, was man in dem Moment meint, oder das sagt, was das Emnet-Institut hören will. Ich bin der Auffassung, dass solche Befragungen von solchen Instituten aufgrund dieser Struktur und einer gesellschaftlichen Realität, das war vielleicht vor 20 Jahren noch anders, aber in einer gesellschaftlichen Realität, wo wir über die Medien einen Meinungsterror auf die Menschen ausüben ohne Ende, dass eine solche Befragungen schlicht und ergreifend
wertlos sind. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und insofern passt es natürlich zusammen zu dem, was die T-Mobile-Leute rausgefunden haben. Das ist für mein Verständnis viel sicherer und viel dichter an der Realität dran und ein sehr viel ehrlicheres Abbild der Situation in der BRD und ein ehrlicheres Abbild von dem, was die Menschen bei uns wollen. Das nächste, was ich euch mitgebracht habe, ist eine Analyse da ist Merkel in einer Kirche und diskutiert mit Menschen, die dort ihren Nöten, ihren Sorgen Ausdruck verleihen. Und das Ganze wird kommentiert von einem kanadischen Journalisten. Ezra Levant, ein jüdischer kanadischer Journalist, der auseinandernimmt, was Merkel dort für Formulierungen wählt, um deutlich zu machen, warum das alles in Ordnung ist, was da im Augenblick passiert. Er leitet das ganz kurz ein. Das sind jetzt zwei, drei kleine Clips aus dieser herrlichen Sendung, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Und die schauen wir uns jetzt ganz kurz an, bitte. Angela Merkel startete den aktuellen Massenansturm, indem sie die Aufnahme von 800.000 Migranten forderte. Keine Bewerbung notwendig, keine Prüfung von Gefahr für die Bürger notwendig. Und jeder, der es nach Deutschland schafft, bekommt sofort tausende Euros in Sonderbezügen und Zugang zu Deutschlands bestehenden Sozialleistungen. Also eine Analyse der aktuellen Situation. Jetzt gehen wir in die Kirche rein. Sie haben vorhin auch die Verantwortung von dieser ganzen Geschichte mit den Flüchtlingen angesprochen. Eine der Verantwortungen ist es ja aber auch, uns hier in Europa zu schützen. Und ich glaube, was der Herr vorhin angesprochen hat, beinhaltet ja auch eine große Angst hier in Europa zu dieser Islamisierung, die immer mehr stattfindet. Wie wollen Sie Europa in dieser Hinsicht und unsere Kultur schützen? Ich glaube erst einmal, dass der Islamismus und der islamistische Terror leider Erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden des Irak haben, aber zu denen leider die Europäische Union eine Vielzahl von Kämpfern beigetragen hat. Und wir können nicht sagen, das ist ein Phänomen, das uns nichts angeht, sondern es sind zum Teil Menschen, oft sehr junge Menschen, die in unseren Ländern aufgewachsen sind und wo wir auch unseren Beitrag leisten. Weil einige Muslime aus Europa zurück in den Mittleren Osten gehen, um für den IS zu kämpfen. Sie behauptet tatsächlich, dass Deutschland den Terrorismus des IS verursacht. Also hier wird wirklich der in der ersten Stufe dieser Aussage, dieser Antwort deutlich. Wir haben auf der einen Seite eine Situation, in der über Jahre hin gegen den Willen der Bevölkerung Menschen aus anderen kulturellen Kreisen in unser Land geholt werden. Und wenn die dann ihren, aus welchen Gründen auch immer, Glauben so interpretieren und so ernst nehmen, dass daraus Dschihadisten werden, ist das Land, in dem sie ohne den Willen der Bevölkerung geholt werden, mitverantwortlich für das, was da stattfindet. Das ist schon eine skurrile Hirnwendung, die da stattgefunden hat, um jetzt quasi durch die Hintertüre den Ländern, in denen die Menschen, in die Menschen geholt wurden, gegen den Willen der Länder selber, eine Mitschuld daran zu geben, dass wir einen Dschihadismus weltweit in diesen Ländern haben. Also auf den Gedanken muss man wirklich erst mal kommen, aber es geht noch weiter. Zweitens, Angst war noch nie ein guter Ratgeber, also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Die Frau im Publikum hat einfach Angst vor Terrorismus, wie wir ihn kennen. Sie hat Angst, dass unter den hunderttausenden ungeprüften muslimischen Männern weitere Terroristen sind. Und alles, was Merkel in 15 Sekunden zu sagen hat, Angst ist kein guter Ratgeber, hören Sie nicht auf Angst. So, der nächste Punkt ist, nachdem sie das in 15 Sekunden, wie Ezra Levant gesagt hat, abgefrühstückt hat, befasst sie sich mit der Situation, ist das Thema Islam, ist das Thema
dieser Religion ein Thema von Deutschland? Das uns erzählen uns ja die Herrschenden, erzählen uns ja den Medien. Und sie geht auf diese Frage auch noch mal sehr kurz ein und gibt dann ein völlig skurriles Bekenntnis zu ihrer Vorstellung und ihrer Interpretation von Christentum ab, wo man auch nur sagen kann, das hat mit dem, was Christentum betrifft, eigentlich gar nichts zu tun. Auch das bitte noch mal ansehen. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Jetzt schlägt sie also vor, dass der Islam zu Deutschland gehört. Und Deutschland gehört jetzt also auch zum Islam. Sie sagt, es sind ohnehin schon 4 Millionen Muslime in Deutschland. Was soll man denn also noch machen, richtig? Wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Was? Die Dame im Publikum hat Angst vor der Islamisierung Deutschlands. Ich persönlich weiß, was das heißt. Es bedeutet Sorge wegen Terrorismus und Gewalt. Aber es heißt auch, Sorgen wegen der Scharia, islamisches Gesetz zu haben. Sorgen wegen eines Zwanges für Frauen. Es ist die Sorge vor fehlender Trennung zwischen Moschee und Staat. Und Merkel sagt, die Lösung ist, dass die Dame mehr zur Kirche geht, sich Bilder anzuschauen. Das war Merkels Rat. Wir wissen noch nicht mal, ob die Frau überhaupt Christin ist. Sie haben Sorge wegen 100.000 muslimischen Männern? Gehen Sie in eine Kirche, lesen Sie ein Buch, schauen Sie ein Bild an. Was? Also eine völlige Ignoranz des eigentlichen Themas. Und das, was das eigentliche Thema ist, kommt dann letztendlich auch zum Tragen. Und der letzte Clip von Ezra Levant, der das nochmal zusammenfasst, worum es in diesem Thema und bei dieser, ich hatte das vorhin Umvolkung genannt, worum es da letztendlich wirklich geht und was das Instrument dahinter ist, was hier eingesetzt wird. Deutschland gehöre nicht den Deutschen. Deutschland solle entdeutscht werden. Deutsche verdienen Deutschland nicht. Jeder Fremde, der aus einem Zug steigt, verdient aber Deutschland. Klappe zu, wenn du widersprichst. Weißt du nicht, Deutschland ist schuldig? Ich widerspreche. Und ich bin Jude. Der Hass auf die Nazis wurde mir seit meiner Kindheit beigebracht. Aber ich weiß, dass das heutige Deutschland nicht Nazi ist. Sie sind liberal. Die Enkel der Nazis sind nicht schuldig durch ihre Geburt. Angela Merkel las gerade Deutschlands offiziellen Selbstmordabschiedsbrief vor. Und der Fakt, dass dieses Video so wenig im Gespräch ist, zeigt mir, dass die meisten Medien, offen gesagt, ihr zustimmen. Für The Rebel Media sprach Ezra Levant. Ein kanadischer Journalist, wir werden nachher noch ganz kurz einen Passus hören, wo er noch mal etwas tiefer in die Analyse geht. Also, wir sind hier bei einer Thematik, wo es, er nennt das, das Entdeutschen geht. Und das Problem ist in der Tat, dass es ganz offensichtlich darum geht, auch die Nationalstaaten, wir haben das auch schon gehört, ins Visier zu nehmen und zu vernichten. Zitat, diese Invasion von Migranten wird einerseits von Schlepperbusiness gelenkt, andererseits von jenen Menschenrechtsaktivisten, die alles unterstützen, was die Nationalstaaten schwächt, hat der ungarische Präsident Orban am 30. Oktober, also vor ganz kurzem 2015 im staatlichen Rundfunk angesprochen. Und diese westliche, und da können wir das nächste Bild sehen, und diese westliche Denkweise und diese Aktivistennetze wird vielleicht am stärksten durch George Soros repräsentiert, fügt Orban hinzu, hier sehen wir ihn. Also ein Politiker, ein unbequemer Politiker, der in Klartext mal darauf hinweist, von dem er vermutet, wer bei dieser ganzen Geschichte dahinter steht. Wenn wir uns die nächste Grafik ansehen, ist die insofern spannend, als in der Tat
wir hier eine Analyse haben der Twitter-Meldungen und der Twitter-Meldungen in Richtung Welcome Refugees. Und es ist eine Analyse, wo die herkommen. Und wenn man, also hier geht es darum, dass der Eindruck erweckt wird, dass die Flüchtlinge in Deutschland willkommen seien. Es wird über Deutschland berichtet, es wird aus Deutschland berichtet mit allen möglichen Fotos, Bildern und kleinen Clips und so weiter. Und wir können allerdings dann analysieren, wo diese Twitter-Informationen wirklich abgesendet wurden. Und das Erstaunliche ist, dass 41%, das was wir hier als erste, zweite und vierte Säule sehen, aus den USA, Großbritannien und Australien kommen. Das heißt 41%, es sind gerade mal 6,4% aus Deutschland selbst, 41% der Twitter-Meldungen, die erklären, wie Deutschland begeistert über den Flüchtlingsstrom und die Einwandererwelle ist, kommt überhaupt gar nicht aus Deutschland, sondern werden ganz offensichtlich, und da kommt dieses Instrumentalisieren von Social Networks, wie wir es aus Libyen, Tunesien, Ägypten und so weiter her kennen, wieder zum Tragen, von ganz anderen Quellen aus gemacht, von ganz anderen Ländern aus gemacht. Hier haben wir also, und das war das, was ich vorhin gesagt habe, Analyse von Totenhöfer ist sicherlich richtig, erklärt aber in keiner Weise, warum jetzt aktuell in dieser Form nach vorne gegangen wird und warum das jetzt aktuell plötzlich losgetreten wird. Das ist das, was uns das erklärt, dass wir ganz offensichtlich in den sozialen Netzwerken Drahtzieher dahinter haben, die mit Deutschland und mit der deutschen Situation gar nichts zu tun haben, aber so tun, als ob. Wir haben eine Insider-Information bekommen von dem Leiter des größten österreichischen Polizeirevier oder der Polizeieinheit, die direkt an der Grenze mit den Einwanderern in allererster Linie zu tun haben. Das, was die festgestellt haben, war, die dann von der Polizei zunächst mal in Sicherheit gebrachten Personen wurden dann an weitere österreichische Institutionen der karitativen Seite übergeben. Die Polizei musste sich dann zurückziehen, also eine Erfassung, eine Identifizierung war nicht mehr nötig. Und dann haben die gesagt, dass was komisch war, die wurden dort also betreut und man hat sich mit denen unterhalten und alle kamen mit supermodernen Smartphones wieder raus. Fanden die jetzt eigenartig, und das Interessante war, es sind alles Smartphones der österreichischen Telefongesellschaft A1. Und wir haben diese Information, dass die Flüchtlinge ganz offensichtlich in diese Auffanglager kamen ohne Telefone, bei uns auf der Seite gebracht, und dann, dass sie anschließend mit diesen Telefonen, dass ihnen diese Telefone zur Verfügung gestellt wurden. Das Interessante war, wir bekamen dann eine Gegendarstellung von A1. Guten Tag, wir erwarten, dass Sie folgende Falschmeldung umgehend richtigstellen. A1 Telekom Austria verschenkt keine Smartphones und keine SIM-Karten an Flüchtlinge. Mit freundlichen Grüßen. Das heißt, der Umstand, dass diese Smartphones zur Verfügung gestellt wurden, war nicht Gegenstand der Gegendarstellung, sondern nur der Umstand, dass es nicht verschenkt wird. Also irgendjemand wird dafür auskommen, irgendjemand muss natürlich da auch die Einheiten bezahlen. So, das ist alles schon eigenartig genug. Das Spannende ist, wem gehört denn A1? A1 gehört dem mexikanischen Milliardär Carlos Slim. Er ist der zweitreichste Mann der Welt. Ich mache jetzt mal Forbes, die wirklich ganz Reichen sind in der Forbes-Liste natürlich nicht drin, aber er wechselt sich immer mit Bill Gates ab in der offiziellen Liste der zweitreichsten Leute und ist jemand, der im Übrigen der Mehrheitseigentümer der New York Times ist. Also jemand, der also auch im Leitmedienbereich ein absolutes Schwergewicht ist. An sich heißt er auch gar nicht Carlos Slim, sondern er ist ein syrisch-maronitischer Christ, Carlos Salim Hilou. Und das, was hier ganz offensichtlich der Hintergrund sein könnte, ich sage das mal sehr vorsichtig, ist eine Fortsetzung des Kampfs der Kulturen, der von den USA als ein Instrument zur Destabilisierung sowohl des islamischen als auch des europäischen Bereiches
eingesetzt wird. Also wir haben hier neben dem Thema Nationalstaat, neben dem Thema in Deutschen, ganz offensichtlich hier einen weiteren langfristigen Plan, nämlich den, dass die der Kampf der Kulturen, wir haben das jetzt auch an dem Attentat, dem Anschlag in Paris gesehen, dazu beitragen soll, dass eben die beiden unterschiedlichen Religionen und vor allen Dingen die Menschen in diesen beiden unterschiedlichen Religionen gegeneinander in Stellung gebracht werden. Also hier wird auch deutlich, dass offensichtlich jemand an etwas dreht und Menschen hier einsatz- und kommunikationsfähig machen lässt. Denn das ist natürlich das, was mit einem solchen Smartphone passiert, der einen ganz anderen Absicht dahinter haben könnte, nämlich genau, dass es hier zu einem solchen Kampf der Kulturen geben könnte. Dass das Ganze etwas ist, was jetzt in Paris nicht vom Himmel gefallen ist, ist auch etwas, was die Merkel vom jordanischen König schon vor einigen Wochen mitgeteilt bekommen hat, dass er ihr gesagt hat, sie müssen aufpassen mit dem, was hier reinkommt. Sie haben jetzt schon etwa 1000 IS-Schläfer mit in ihr Land aufgenommen. Also dass das, was in Paris passiert, auch eine Folge und eine Verantwortung passiert ist, eine Folge und eine Verantwortung der Politik, insbesondere Deutschlands ist. Orban hat recht, dieses Thema ist ein ganz starkes deutsches Thema. Muss man ganz nüchtern sehen, sie ist gewarnt worden, die Politik, die deutsche Politik ist in diesem Bereich gewarnt worden. Auch gewarnt worden von jemanden, der in dem Bereich wahrlich weiß, wovon er redet. Präsident Putin hat darauf hingewiesen, dass es in allererster Linie amerikanische Organisationen, diese Schlepper, die Schlepperbanden bezahlen, die Boote beschaffen und die Massentransporte nach Europa organisieren. Auch da braucht man nur hinzuhören, die Informationen gibt es. Wir haben eben Soros schon einmal gesehen, wir sehen ihn jetzt gleich noch einmal. Er hat mit einem sogenannten Sechs-Punkte-Plan, der europäische Werte bewahren helfen soll, sich der Politik des ungarischen Präsidenten Orban gegenüber nochmal sehr kritisch geäußert und hat deutlich gemacht, dass Orban mit seiner Politik diese sogenannten Werte untergraben würde. Zitat, und er hat dann damit zum ersten Mal auch die Katze aus dem Sack gelassen, Orbans Plan betrachtet den Schutz der Landesgrenzen als Ziel und die Flüchtlinge als Hindernis. Unser Plan hingegen betrachtet den Schutz der Flüchtlinge als Ziel und Landesgrenzen als Hindernis, sagt Soros. Also wir haben hier zum ersten Mal auch Klartext, dass es darum geht, Landesgrenzen, und das heißt natürlich Nationen, nationale Identitäten zu desavouieren, zu zerstören, zu beeinträchtigen und dass das ein erklärtes Ziel eines solchen Sechs-Punkte-Plans ist. Also zum ersten Mal auch in diesem Punkt Klartext. Dieser Plan, ich hatte das von Anfang an vorhin schon mal gesagt, ist einer, der eine lange Tradition hat. Es gibt nämlich noch einen weiteren, im Prinzip ganz alten eugenischen Plan, der davon ausgeht, dass wir eine völlig neue Menschheit brauchen. Richard Nikolaus Kutenhofe-Kalergi, der Begründer der Pan-Europa-Union, insofern eine Partei, die es auch als Partei gibt, der aber einen großen intellektuellen Einfluss, insbesondere auf das konservative Lager, beispielsweise in der BRD hat, also auf die CSU, hat in seiner Publikation Der praktische Idealismus 1925 schon formuliert, der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen, der eurasisch-negroide Zukunftsrasse äußerlich der altägyptischen ähnlich wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. 1925, das ist ein rassistisches, eugenisches Programm, was hier formuliert wird. Und da kann man sagen, na gut, wir werden das gleich sehen, ist das etwas, was die Kriege und die Zwischenkriegszeit überlebt hat oder ist das etwas, was da so irgendein Spinner 1925 mal formuliert hat.
Ein Unterkapitel ist oder ein Unterfall ist der Umgang mit Deutschland selber, von denen auch dann nur ein paar ganz wenige Zitate wir eine ganze Reihe von Plänen haben. Ich will auf Nathan Kaufmann 1941 hinweisen, als einzige Möglichkeit, die Welt für ein für alle Mal vom alldeutschen Gedanken zu befreien, bleibt also nur die Quelle zu verstopfen, aus der der kriegslüsternde Seele ihren Ursprung hat. Das heißt, das deutsche Volk daran zu hindern, seine Art immer neu zu erzeugen, diese moderne Methode, wissenschaftlich unter dem Begriff rasseveredelnde Sterilisation bekannt, ist einfach menschlich und gründlich. 1941 Nathan Kaufmann. Henry Morgenthau hat von einer Dezimierung dieses Volkes gesprochen und einer auf 20 Jahre angesetzten Sterilisation. Also auch hier ist dieses weiter fortgesetzt werden. Und Ernest Albert Houghton, ein ebenfalls Theoretiker in diesem Bereich, hat 1943 von einer Neuzüchtung der Deutschen gesprochen. Der Zweck dieser Maßnahme ist es unter anderem, die Geburtenzahl der Deutschen zu reduzieren, sowie die Einwanderung und Ansiedlung von Nichtdeutschen, insbesondere von Männern, in Deutschland zu fördern. 1943, auch das klingt wie eine Blaupause dessen, was im Augenblick passiert. Roosevelt hat diese Ideen von Kaufmann, Morgenthau und Houghton aufgegriffen und 1944 erklärt, wir müssen mit dem deutschen Volk hart sein, wir müssen sie entweder kastrieren oder so mit ihnen verfahren, dass sie nicht länger Menschen zeugen, so wie wir sie und so wie bisher weitermachen. Also jetzt könnte man sagen, gut, das hat was vielleicht mit dem Zweiten Weltkrieg und mit der Kriegszeit zu tun, aber den ihr jetzt seht im Bild als Nächsten ist Thomas Burnett. Er ist der aktuelle Berater einer ganzen Reihe von amerikanischen Präsidenten und jemand, der sich sehr intensiv mit der Theorie der Globalisierung befasst hat und befasst, also einer der, wenn man so will, Päpste, wissenschaftlichen, mentalen Päpste der Globalisierung. Und er hat 2006 und 2008 in seinen beiden Publikationen Blueprint for Action festgelegt und festgestellt, worum es hier geht. Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde durch die Vermischung der Rassen mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Dazu soll in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90, zu dumm zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Also das, was ich vorhin gesagt habe im Zusammenhang mit der Situation des industriellen Komplexes und seiner Interessen, ist hier ganz klar Plan der Agenda, letztendlich auch ein absolut rassistischer und eugenischer Plan, der davon ausgeht, dass wir einfach eine willfährigere Mischrasse, also das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Burnett und ist die Idee von Kutenhofe-Kalergi, entstehen eine Mischrasse, die eben willfährig und weniger nachfragend den Job macht, den man ihr von oben zur Verfügung stellt oder den man ihr von oben anweist. Das ist also das, was offensichtlich mit dahinter steht. Und das Ganze hat auch Eingang gefunden in die offizielle Politik der EU. Also insofern ist das gar nichts, was jetzt irgendwie so Vorstellungen von weit weg und von ganz woanders sind. Peter Sutherland, ehemaliger EU-Kommissar für Wettbewerb und natürlich ehemaliger CEO von Goldman Sachs, wie sich das bei der EU ja immer wieder anbietet, hat nochmal darauf hingewiesen, worum es bei dieser EU letztendlich geht. Die Gründungsväter der Europäischen Union, Zitat, das Hauptargument, welches sie von Anfang an antrieb, war ein Angriff auf das, was sie gemeinsam als das Böse der nationalen Souveränität ansahen. Und argumentativ, und deswegen ist wieder der medialpolitische Komplex so wichtig, argumentativ wird das Ganze verkauft mit dem Problem, dem Pseudoproblem der Demografie. Auch da redet Peter Sutherland Klartext. Also dass die Demografie ist ein Hauptargument dieser Debatte, das Hauptargument für,
und ich zögere, das Wort zu gebrauchen, denn die Leute haben es angegriffen, die Entwicklung multikultureller Staaten. Zitat Ende. Also das, was wir von Barnett gehört haben, was wir von Gutenhof und Kalergi gehört haben, ist ganz offensichtlich ein Programm auch der EU, eine multikulturelle, eine multirassische EU, wo die einzelnen Nationen, die einzelnen Nationalstaaten keinen Platz mehr drin haben. Und die Demografie, das ist insofern interessant und ehrlich, ist nur ein Scheinargument. In der Tat, niemand in der Welt sieht eine Notwendigkeit, dass die deutsche Bevölkerung oder das deutsche Volk aus 80 Millionen Menschen besteht. Dieses Land kann bestens auch, und das hat es über Jahrhunderte und Jahrtausende in dieser Region bewiesen, auch mit der Hälfte klarkommen. Das ist gar nicht das Thema. Also die Demografie, die uns vorgegaukelt wird als ein Problem. Wir müssen, um unsere Renten und all das ganze Zeug zu bezahlen, brauchen wir jetzt hier Millionen von Einwanderern, ist ganz offensichtlich und ehrlicherweise nur ein Scheinargument. Ein weiteres ganz wichtige Position, und da wird es dann nochmal sehr, sehr spannend, ist es, wenn es um die Geopolitik geht. Und hierbei spielt wieder Deutschland eine ganz besondere Rolle. Auch da haben wir, und das ist so irgendwie so die aktuelle Zeit von Klartext, eine grandiose Rede von George Friedman, Chef von Stratford, das ist einer der wichtigsten und bedeutsamsten Thinktanks der Vereinigten Staaten, gehört in diesem Jahr, in der er sich auseinandergesetzt hat mit der islamischen Bedrohung. Da kommt er völlig salopp und völlig entspannt gerade rüber, und der eigentlichen Bedrohung. Und diese eigentliche Bedrohung, wie sieht er aus der Sicht des Next American Centuries, des nächsten amerikanischen Jahrhunderts, was sie natürlich anstreben, sieht er in dem Bündnis zwischen Deutschland und Russland. Und das ist etwas, was wir uns gerade auch nochmal anhören sollten, bitte. Der islamische Extremismus ist ein Problem für die Vereinigten Staaten, aber keine existenzielle Bedrohung. Man muss sich damit befassen, man muss sich damit angemessen befassen. Wir haben andere außenpolitische Interessen. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse war sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Ich finde das ungeheuer ehrlich und ungeheuer, ich sag mal, klartextmäßig, weil er deutlich macht, dass die Alternative zu einem amerikanischen Imperialismus, so wie wir ihn im Augenblick und so wie wir ihn seit vielen Jahrzehnten erleben, die einzige Kooperation, die einzige Alternative, ein Zusammengehen von Deutschland und Russland ist. Eine wundervolle Erklärung, vor allen Dingen, weil ihm in dem ersten Teil der Statements der islamische Terror, der ja angeblich etwas ist, wo die USA einen ganzen Weltkrieg im Augenblick gegen Terror führen, gar nicht so furchtbar schmerzt, sondern etwas ist, was eben händelbar ist, was man lösen kann. Aber das eigentliche Problem in drei großen Kriegen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, ist das Bündnis, das mögliche Bündnis zwischen Deutschland und Russland. Und jetzt wird natürlich das Geopolitische als ein zusätzliches Argument deutlich für das, was im Augenblick passiert. Denn damit, wo offensichtlich Friedman überhaupt gar kein Problem hat, er hält sich mit dieser Frage auch gar nicht auf. Schuldfrage, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wer was wie Böses gemacht hat oder sonst irgendwas, interessiert ihn überhaupt gar nicht. Darauf geht er überhaupt gar nicht ein. Das sind Dinge, die unter dem Aspekt der amerikanischen Interessen gesehen geführt wurden. Zwei Weltkriege und der dritte Weltkrieg geführt. Das amerikanische Interesse war es, zu verhindern, dass Deutschland und Russland zusammengeht. Da finden all die Dinge, die wir hier jeden Tag, die wir jetzt, wenn wir ein Fernsehapparat anmachen würden, uns erklärt werden, die uns erzählt werden über die deutsche Schuld, über die deutschen Verbrechen, all diese ganzen Geschichten, finden hier in seinen Überlegungen gar nicht statt. Das für ihn Entscheidende ist, es hat das große zentrale Interesse
der Vereinigten Staaten in diesen zwei Weltkriegen und dem dritten, Kalten Krieg, in diesen drei großen Kriegs, in einem Jahrhundert letztendlich von Kriegen, in dieser Zeit war, das Zusammengehen von Deutschland und Russland zu verhindern. Weil nur das der amerikanischen, damit steht er natürlich in seiner Denke, nahtlos in der britischen Balance of Power denke. Das ist genau das, was die Engländer jahrhundertelang vorher gemacht haben und ebenfalls die Welt mit Kriegen überzogen haben, insbesondere Europa mit Kriegen überzogen haben durch entsprechende Bündnisse und entsprechende Verbindungen mit dem jeweils immer zweitstärksten und damit natürlich auch die Voraussetzung dafür geliefert haben, dass es wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. In dieser Denktradition des britischen Empires steht auch das amerikanische und es weist natürlich, das ist das Besondere, auch Dankenswerte, wenn es darum geht, the next American century zu verhindern, wenn man also einen Weg aus diesem ganzen Schlamassel, auch dem ganzen US-Imperialismus weltweit hinaus gehen können wollte oder das wirklich angehen wollte, dann liegt in dieser Achse zwischen Deutschland und Russland ganz offensichtlich eine ganz besondere Bedeutung und auch ein Schlüssel, um dieses letztendlich zu verhindern. Also eine dankenswerte, großartige Erklärung, die einem wirklich die Augen öffnet. Und Friedman sagt in dieser selben Rede, sie lohnt es sich, könnt ihr bei mir auf der Seite ansehen, sich komplett anzuhören und anzusehen, sagt in derselben Rede, es ist wichtig, dass Europa wieder in die Normalität zurückkehrt. Das ist etwas, das Europa versteht und begreift, dass es nicht eine Insel der Seligen ist, in der kein Krieg stattfindet. Denn das ist für ihn die Normalität. Denn die Vorstellung eines Kontinents, der friedlich, wo die Völker friedlich zusammenleben, ist etwas, was für ihn als Vertreter amerikanischer Außenpolitik absolut nachvollziehbar nicht der Norm, sondern Sonderfall ist. Und die Normalität ist, dass es ganz offensichtlich Länder sich im Krieg befindet, dass Krieg stattfindet. Das ist für ihn etwas, was er dann auch Europa prognostiziert. Wenige Zeit später haben wir die Situation jetzt mit Paris. Wir haben die Situation, dass die verschiedenen Länder jetzt ohne Kriegserklärung, ohne angegriffen worden zu sein, einen Angriffskrieg vorbereiten, wie gesagt, ich vorhin gesagt habe, mit Ansage gegen Syrien, indem sie jetzt plötzlich dort eingreifen. Nicht um den Terror zu bekämpfen, sondern um auf die Art und Weise auch noch einen unbequemen Herrscher zu beseitigen. Das ist nochmal so ein Nebenaspekt, also ganz im Sinne auch dieser amerikanischen imperialistischen Politik. Also geostrategisch und geopolitisch die Achse Berlin-Moskau, das Zusammengehen von Deutschland und von Russland zu verhindern, ist die große Überschrift über amerikanische Außenpolitik des 20. Jahrhunderts. Da haben wir einen weiteren Punkt, der deutlich macht, warum es so wichtig ist, was im Augenblick stattfindet. Denn wenn dieses Land im Sinne von Burnett, im Sinne von Kudenhofen-Kalergi, im Sinne von Peter Sutherland so umstrukturiert ist, dass wir dann eben eine, wie Burnett das sagt, hellbraune Mischrasse haben, also dieses eugenische Programm umgesetzt wird, dann haben wir eine Situation, in der dieses Zusammengehen des deutschen Volkes mit dem russischen Volk eben obsolet wird und nicht mehr funktioniert. Also insofern hat auch das genau diesen Hintergrund. Es gibt noch einen, und dafür bin ich auch dem Ezra Levin sehr dankbar, es gibt noch einen sehr privaten und persönlichen Hintergrund, den er auszumachen meint bei den herrschenden Politikern. Er hat ja diese Rede von Merkel analysiert und das letzte Kapitel, das er anspricht, befasst sich genau mit dieser Frage, ob es da noch was Persönliches, was Privates dahinter geht, was hier dann allerdings ein Fingerzeig noch in eine ganz andere Richtung gibt. Schauen wir uns das auch nochmal an. Noch einmal Ezra Levin. Und ansonsten ist die europäische Geschichte so reich an so dramatischen und gruseligen Auseinandersetzungen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, uns sofort zu beklagen, wenn woanders was Schlimmes passiert. Wir müssen angehen dagegen, wir müssen versuchen, das zu bekämpfen. Aber wir haben nun überhaupt keinen Grund auch zu größerem Hochmut, muss ich sagen. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin.
Okay, da haben wir es. Merkel brauchte 3 Minuten, aber jetzt ist es raus. Für sie geht es nicht um die realen Fakten. Es geht nicht um die 100.000 muslimischen Männer, die sie ins Land lässt. Es ist vielmehr eine Art nationale Psychotherapie für sie. Als deutsche Bundeskanzlerin sagt sie, sicher, Dschihadisten sind böse, aber was dürfen wir Deutschen uns ein Urteil erlauben? Vergesst nicht, wie böse wir in der Vergangenheit waren, nicht nur früher, auch in naher Vergangenheit. Seid also nicht abgehoben und arrogant, sagt sie. Sich gegen ungeprüfte Migranten zu wehren, sei abgehoben und arrogant, sagt sie, denn hey, Deutschland tat Juden und anderen auch Böses an. Also haltet die Klappe, wenn muslimische Extremisten uns Schlimmes antun wollen. Das ist keine echte Politik. Das ist Privattherapie. Ich möchte dabei anmerken, dass Merkel keine Kinder hat. Auch der letzte deutsche Kanzler hatte keine Kinder. Beide haben keine persönliche Zukunft. Vielleicht war das eine persönliche Entscheidung. Keine Ahnung. Aber die letzten 2 deutschen Oberhäupter hatten, warum auch immer, keine privaten Verpflichtungen für die Zukunft. Ein Amateurpsychologe könnte meinen, sie haben entschieden, sich selbst zu beenden, als eine Art ethnische Strafe. Die ultimative Abscheu vor sich selbst. Selbsthass ist ein spezielles deutsches Wort für die Abscheu vor sich selbst. Sie hassen sich selbst für das, was sie selbst oder ihre Eltern oder ihre Großeltern taten. Sie hassen das Deutschland von heute wegen des Deutschlands der 1930er und 40er Jahre. Und sicher sind einige dieser muslimischen Terroristen böse, aber nicht schlimmer als Deutschland war, sagt sie. Ein spannender Aspekt nochmal in der Tat, auf den man so ganz einfach nicht unbedingt oder automatisch kommt, dass es in der Biografie interessanterweise der letzten beiden Verantwortlichen auf dem Kanzlersessel in Berlin die Situation war und ist, dass es keine, wie er gesagt hat, wie Esra Levant gesagt hat, keine persönliche und private Zukunft dieser Personen gibt. Wir sind damit bei, und damit komme ich langsam zum Ende, bei einem Thema, was in Deutschland ein spezifisches ist. Er hat von dem deutschen Selbsthass gesprochen. Und wir haben hier, und ich gehe jetzt einfach mal eine kleine Anzahl von Beispielen durch, etwas, was sich wie ein roter Faden durch unterschiedliche politische Lage, auch das muss man sagen, in unterschiedlicher Deutlichkeit zieht, nämlich das Problem mit der eigenen Nation, ich sage es mal sehr höflich, extreme Schwierigkeiten zu haben und sich auch entsprechend zu äußern. Cem Özdemir, wir wollen, dass Deutschland islamisch wird. Sieglinde Fries, Bündnis 90 Die Grünen, ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen dann an Frankreich grenzt. Joschka Fischer, deutsche Helden müsste die Welt tollwütigen Hunden gleich einfach totschlagen. Von Fischer noch dieses wunderschöne Zitat: Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu Ungleichgewichten führen. Dem kann gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal, wofür. Es kann auch radikal verschwendet werden. Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet. Ich kann das fortsetzen. Die Christine Löchner von der Linksjugend in Sachsen. Ich liebe und fördere den Volkstod. Beglückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und die Tschechen für die verdiente Ruhe vor den Sudetendeutschen. Franziska Drosel, JUSO-Vorsitzende, deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts Positives oder worauf ich mich positiv beziehen würde, würde ich politisch sogar bekämpfen. Und dann haben wir hier eine Piratin, die sich vor der Kulisse von Dresden mit, da kann man diskutieren, ich will jetzt über diese Zahl nicht diskutieren, also einer unendlichen Zahl Ermordeter durch den alliierten Bombenterror sich hinstellt und Bomber Harris, das ist der amerikanische verantwortliche Bombergeneral unter Churchill, auffordert, es nochmal zu tun. Und die Annette Kahane, eine Vorsitzende einer obskuren Stiftung, beklagt, im Osten gibt es gemessen an der Bevölkerung immer noch zu wenig Menschen, die sichtbar Minderheitenangehörigen angehören, zum Beispiel schwarz sind. Die größte beim Aufbau Ost Bankrotterklärung der deutschen Politik seit der Wiedervereinigung sei, dass ein Drittel wörtlich des Staatsgebietes weiß geblieben sei.
also nämlich die ehemalige DDR. Und wenn wir jetzt hier nochmal, ich habe das Thema Volkstod schon angesprochen, auch wieder eine Linke aus Brandenburg, wir sehen jetzt gleich den entsprechenden Bus, auch eine ganz offenes Bekenntnis und eine offene Demonstration und Dokumentation, We Love Volkstod, der einfach zeigt, was für ein besonderes, krankes Verhältnis diese Menschen zu ihrem eigenen Volk letztendlich haben. Und von den Grünen hat jemand in dem Zusammenhang das dann noch mal deutlicher gesagt, Migration, die Nalges Eskalandi-Grünberg, Bündnis 90 Die Grünen, Migration ist in Frankfurt eine Tatsache, wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie woanders hinziehen. Also derjenige, der hier Fragen stellt, unbequem ist in seinem eigenen Land, kann doch bitte schön auswandern. Und das ist jetzt keine Ausnahme. Der nächste Clip ist eine Handyaufnahme von einem in Kassel, in der Nähe von Kassel aufgenommen, der Regierungspräsident Lübcke, der hier sich mit dem Thema befasst und den Zuhörern auch eine überraschende Erkenntnis zur Verfügung stellt. Bitte. Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten, und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist Und ich sage ausdrücklich, wir haben alle Freiheiten. Und hier gibt es eine Demokratie mit Mehrheitsbeschlüssen. Hier gibt es eine Demokratie mit Mehrheitsbeschlüssen. Das ist das, neben dieser Dreistigkeit dieser Aussage, das besonders Dreiste. Denn dieser Herr Regierungspräsident hat weder die Mehrheit noch irgendeinen demokratischen Beschluss herbeigeführt oder herbeiführen lassen, um dieses Thema abzufragen und zu hinterfragen, ob das in der Tat, das, was jetzt im Augenblick passiert, Auffassung und der Wunsch der Menschen letztendlich ist, denen er als Regierungspräsident gegenüber verantwortlich ist. Er kriegt von dem Souverän sein tägliches, ordentliches Gehalt dafür, dass er diesen Souverän im Prinzip ins Gesicht spuckt und dann auch noch erklärt, das habe etwas mit Demokratie und Mehrheitsentscheidungen zu tun. Also auch diese administrative Ebene, die das Ganze alles umsetzt, ist hier kräftig und ordentlich mit dabei, den entsprechenden Vollzug dieser ganzen Situation, wie wir es im Augenblick haben, in den verschiedenen Stufen dann auch letztendlich umzusetzen. Nur um nochmal einmal ganz kurz in das Juristische auszuweichen und dahin zu verweisen. Wir haben von den Vereinten Nationen in der Konvention für Völkermord im Artikel 2 eine klare Definition, was man unter Völkermord zu verstehen hat, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Das ist gültiges Recht. Das ist das, was die Vereinten Nationen festgelegt haben in ihrer UN-Konvention gegen den Völkermord. Und wenn man das ernsthaft und wörtlich nimmt, ist es genau das, was im Augenblick passiert. Also das, was hier diese Truppe von politisch unterschiedlichen Antideutschen formuliert haben oder was hier so ein obskurer Regierungspräsident formuliert, ist nichts anderes als einem nach den UN-Definitionen einem Völkermord das Wort zu reden. Warum das Ganze? Und damit sind wir bei einem Schlüssel bei der ganzen Thematik. Wir haben es bei Ezra Levent schon gehört und erlebt. Warum ist das Ganze? Wir kommen immer und automatisch wieder zur deutschen Geschichte zurück, mit der selbst eben der Völkermord an dem eigenen Volk begründet wird. Ein Zitat von Martin Walser, von der auch durchaus Lichtblicke politisch in seinem Leben hatte, aber der jetzt einfach im Interesse auch, und da bekam er dann auch viel Schulterklopfen unter dem Aspekt, er hat dann, nachdem man mal von der Auschwitzkeule gesprochen hat, wieder dazugelernt und diesem Fauxpas Abbitte geleistet. Da bekam er entsprechendes
Beifall von dem medialpolitischen Komplex gesagt, wir die Deutschen bleiben die Schuldner der Juden, bedingungslos, also absolut, ohne das Hin und Her von Meinungen jeder Art. Wir können nichts mehr gut machen, nur versuchen, weniger falsch zu machen, Zitat Ende. Das heißt, dieses Kollektivschuldbekenntnis, auch eben in den nächsten Generationen, ist etwas, was jemand wie Ezra Levent in dem Bereich politischen Unsinns verweist, was aber hier eine große Rolle spielt und was deutlich macht, dass wir an einem Thema arbeiten müssen. Es gibt, das würde jetzt zu weit führen, einen großartigen indischen Philosophen, der sich mit dieser Thematik befasst hat, mit dem, was man das Heilen der Nationsseele bezeichnet. Wenn ich also zusammenfassen darf, die Ziele, die wir gelernt haben in der aktuellen Thematik, sind es ganz offensichtlich einmal, wir haben das gehört, das Abschaffen der Nationen, der Nationalstaaten, das steht auf der Agenda ganz oben. Es ist die Kulturen, im sogenannten Kampf der Kulturen und die Religionen gegeneinander in Stellung zu bringen, Islamhetze, auch Hetze gegen islamische Menschen, die dann eben mit den selbstgemachten Terroristen in einen Topf geworfen werden. Es geht um das Thema Entwicklung und Schaffung einer Mischrasse als ein ganz altes Programm im Interesse der Hochfinanz, des Großkapitals und der Großindustrie. Menschen, wie gesagt, ich zitiere das nochmal, die zu dumm sind, um zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Das sind die willigsten Lohnsklaven, die man sich da vorstellen kann. Es geht um das Entdeutschen, das haben wir auch von Ezra Levent gehört, mit der ganzen Unterstützung der Antideutschen im eigenen Land, die eben Probleme haben mit ihrer eigenen Nation. Es geht gegebenenfalls wirklich um eine private Psychotherapie der politisch führenden Figuren, die selber sich abschaffen, weil sie persönlich keine Zukunft haben, die also aus Selbsthass oder eben aus persönlicher Unzukunft diese Politik betreiben. Und es geht geopolitisch um die Umsetzung des nächsten amerikanischen Jahrhunderts, of the next American century, wie wir es in der Denkschrift aus dem Jahre 2000 vorexerziert bekommen haben und mit der letztendlich der 11. September politiktheoretisch begründet wurde, ein Jahr später. Also es geht um die Fortsetzung der Weltherrschaft der Vereinigten oder Weltvorherrschaft der Vereinigten Staaten, und damit geht es geopolitisch Römisch 2 darum, wer diese Geschichte verhindern will und da im Weg steht, der dem Zusammengehen von Deutschland und Russland einen Stein in den Weg zu legen, beziehungsweise weiterhin Steine in den Weg zu legen, um genau das zu verhindern, weil das die politische Alternative wäre. Ich möchte enden mit etwas vielleicht Ungewöhnlichem, denn all die Dinge, die ich bislang gesagt habe und aufgelistet habe, die Interessen, die eigentlichen Pläne, zum Teil auch die Drahtzieher und diejenigen, die an einem solchen Programm ein Interesse haben, angesprochen haben, was vor dem Hintergrund natürlich eher so eine pessimistische Stimmung bedeuten würde. Ich möchte enden mit einem Gedicht, und zwar einem Gedicht und gleichzeitig einer Prophezeiung. Das Spannende, dass, wenn ich das lese, und es lohnt sich wirklich, den gesamten Text zu lesen, ihr kriegt gleich 4 Strophen vorgetragen, ist, dass diese Prophezeiung, es ist eine anonyme Prophezeiung aus dem Jahre 1850, es ist der Linde Lied, wie es heißt, und in diesem Lied läuft einem es wirklich kalt über den Rücken, wenn man die Aktualität dessen, was im Augenblick passiert, sich vor Augen hält. Als ob dieser Seher, der das geschrieben hat, in der Tat die Möglichkeit hatte, vor 166 oder 165 Jahren genau zu beobachten, was in diesen Jahren stattfindet. Und das Spannende, und deswegen, ich habe eben gesagt, das ist ja alles sehr pessimistisch, was ich euch da vorgetragen habe, was die Pläne sind. Das Spannende und Interessante ist,
Das Lied ist 1850 entdeckt worden, stammt also in etwa aus dieser, muss also aus dieser Zeit stammen, in einer tausendjährigen alten Linde, deswegen heißt es der Linde-Lied. Dieses wird in der ersten Strophe wird deutlich, dass sich Dinge verändern in einer definierten Frist. Und zwar spricht dieses Lied von 160 und 7 Jahren. Und das ist, wenn es von 1850 aus stammt, das Jahre 2017, also das übernächste Jahr, in dem sich diese Dinge jetzt erst einmal noch nach unten entwickeln, dann aber auch verändern. Also auf das will ich das Augenmerk legen, auf eine Prognose, eine Prophezeiung in einer sehr konkreten Zeit und einer Zeit, die wir alle erleben werden, nämlich es geht um vielleicht gerade noch mal anderthalb Jahre. Und wenn das Gedicht etwas älter ist, also meinetwegen aus 1849 stammt, dann würde es schon das nächste Jahr, das Jahr 2016 betreffen. Das zweite ist, auch das ist etwas, was in einer Strophe zum Ausdruck kommt, was extrem spannend ist, dass die Lösung, die, vor der George Friedman Angst hat, die Lösung ist, von der die Rettung auskommt. Es geht hier in der Tat um Russland, es geht um den Held aus dem Osten, der hier angesprochen wird. Auch das finde ich extrem spannend. Es geht um das Thema Überfremdung, das ist in der dritten Strophe. Es geht also um die Frage, inwieweit diese Dinge, die im Augenblick laufen, dann auch ein Ende haben. Es wird ganz konkret angesprochen. Und es geht, und das ist die vierte Strophe, die ich euch vortragen lassen werde, es geht um die Frage Kreuz oder Halbmond. Und auch hier sagt die Prophezeiung, gibt ihr eine klare Botschaft. Also nehmt einfach das, ich sage da nachher ja auch nichts mehr außer Danke, nehmt das als Abschluss eines vielleicht eher pessimistischen Vortrags, eine Prophezeiung, eine 150 Jahre alte Prophezeiung, die gespenstisch aktuell ist. Und dann hören wir uns das gerade nochmal an. Großer Kaiser Karl in Rom geweiht, Eckstein sollst du bleiben, deutscher Zeit. 160, 7 Jahre Frist, Deutschland bis ins Mark getroffen ist. Ja, von Osten kommt der starke Held, Ordnung bringend der verwirrten Welt. Weiße Blumen um das Herz des Herrn, seinem Rufe folgt der Wackre gern. Alle Störer er zu Paaren treibt, deutschem Reiche deutsches Recht erschreibt. Bunter Fremdling, unwillkommener Gast, flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast. Alle Kirchen einig und vereint, einer Herde einz'ger Hirt erscheint. Halbmond mählich weicht dem Kreuze ganz, schwarzes Land erstrahlt im Glaubensglanz. Der Linde-Lied, danke für die Geduld und die Aufmerksamkeit. Besten Dank. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ganz, ganz eindrücklich vielen Dank. Auf jeden Fall ist Professor Vogt seinem Titel gerecht geworden. Was angekündigt wurde, hat er gebracht. Ich dachte mir während dem Vortrag, das ist die Lösung, das, was er hier erzählt, da kann man die Vergangenheit verstehen lernen. Man muss das nur übereinander legen. Und dann ging der Vortrag weiter. Dann merke ich, das hat der Friedman ja gleich selbst übernommen. Also man muss es noch nicht mal suggerieren, man muss es nicht mal aufeinander legen. Er hat das schon vorweggenommen, er hat es ja ausgesprochen. Man kann es ja gar nicht klarer sagen. Und wenn man weiß, wer dieser Friedman ist, so ganz hoch oben drin, so richtig die Macher, das ist einfach unglaublich. Also ich bin sehr bereichert durch diesen Vortrag und er möge die ganze Welt bereichern, er möge dieses Licht bringen, dass die Verbrecher beim Werk erkannt werden von jedermann. So und nicht anders kann nämlich die Sache beendet werden. Jetzt herzlichen Dank nochmal für diesen wunderbaren Vortrag.